Channel switched. Server group assigned. So. Hopp. Oh, sorry. So. Oh. Tokel hat off. So. Okay. Da fahren wir mal Richtung Gerichtshof, ne? So, ich hoffe, man hört mich relativ gut. Ja. Ey, Steve, was geht? Wie geht es dir, Steve? Formidable. Ja, mir geht's auch ganz gut. Konnte gestern aber nicht Zombieland 2 gucken, weil irgendein Stream zurzeit down war von dem. Richtig kacke. Ja. Was habe ich gemacht? Ah ja, ich habe mir mein Doku angeguckt. Eine Dingens-Doku von John Lemmon. War sehr interessant. Hallo, gehst du zu? Schon? Nee, das kann man nicht. Da, die Türen kann man zumachen. Oh, was hast du doch gestern gemacht? Ihr habt gestern den Film geschaut, du und Foxy? Also, beziehungsweise du und Anna? Ach stimmt, ich muss ja noch meine Dienstwaffen holen. Ich doof wie Doofkopf. Ah, okay. Dort.
Ah, mit Clint Eastwood, ja. Ja, ach, ich weiß nicht. Hallo! Hola. Hallo! Guten Tag! Na, wie geht's dir, Foxy? Ja, ganz gut, und dir? Ja, super. Okay. Davon abgesehen, dass ich gerade meine Fracksperre wiederbekommen habe. Ja. Warum hast du eine Fracksperre? Weil ich kurze Zeit, also aus einer Polen geliefert bin. Oh, warum? Weil ich Kurzschlussreaktion hatte und so. Oh, oh. Ja, gar nicht so gut, ne? Ja, nee, auf jeden Fall hat mir die Mauer weggenommen dann. Ja. Und dann hat mir die Dings wieder zurückgegeben. Okay. Also bist du doch bei der Pole noch? Ja. Okay. Ja, ich bin jetzt gerade, ich gehe jetzt gerade schön in den Justizdienst und mal gucken, ne? Oh Mann. Okay. Wie viele sind schon im Stream? Zwei. Läuft bei dir? Ja, ja. Weil Leute, denen du die Hose klauen kannst. Ja, auch. Unter anderem auch die Yellow. Ah ja. Ja, ja. Ich glaube jedem die Hose. Stimmt, der Steve, ja. Klaut er dir auch die Hose? Lecker. Erstmal ein gesundes Wasser mit Bexin. Ah ja. Ja, Bexin ist für meine Erkältung. Weil ich hab die ja dauerhaft. Fail to connect to server after 3 irgendwas. Ah ja. Ja, da musst du nochmal reconnecten oder nochmal 5M schließen. Upp. Ach, jetzt. Was? Das Fahrzeug gehört dir nicht. Okay. Sehr komisch. So, dann habe ich hier vielleicht noch einen Taser. Ne, Taser habe ich hier nicht, okay. Okay. Und ja, ich habe ein gutes Waffenarsenal, ich weiß. Ja, ja. So, dann wieder zum Gerichtshof fahren.
Bei mir geht heute ja ein wenig GTA-P und danach zocke ich mal die Spiele, die ich mir neu gegönnt habe. Kingdom Under Fire. Und ich muss sagen, das sieht geil aus, das Spiel, und das werde ich mir später mal anspielen. Hi, Haus der Gurken, was geht? Dann habe ich auch noch Kaloba, ja. Kaloba muss ich auch noch, muss ich mir auch noch gönnen. Ei, ei, ei. Ja, ja. Ei. So. Und was macht ihr so, Leute? So, ich muss mir ein anderes Dienstfahrzeug rauskramen, das ich auch nutzen kann. Allah. So. So kann ich das jetzt abspeichern. Kann ich mit dem Tau? Ha! Wunderbar, okay. Der ist halt auch dreckig, aber egal. So, da muss ich kurz wieder. Oh. Digga, wen wollt ihr verarschen? Ist das dein Ernst? Ja, was? Ist das bei der Justiz? Ja, natürlich. Ja, was denn? Damit kann ich nicht leben, das weißt du, oder? Ja, dann, keine Ahnung, dann geh halt, ja? Du Kick! Du bist der Krieg, Alter. Doch, doch, doch. Nein. Ich hab mit allem gerechnet, dass die Justiz. Doch, die Justiz ist cool, besser als die Polizei. Ich will niemals bei der Justiz. Doch, die Justiz ist kompetent, die Polizei nicht. Ja, es kommt doch auch an, welche Leute. Na, du, also, ich meine, sie sind zu zweit im Dienst und ich kein einziger Gefangener, ja? Was soll das? Wir brauchen verfickt doch mal Arbeit. Ja? Ja, ich kann jetzt rüberrennen und dann mal geht hier. Nein, die Justiz ist ja dafür da, dass wir die Gefangenen quasi ins Gefängnis bringen, ne? Ey, Eddie, was Polizei geht? Ich guck mal, hey, kommt mal Löwenpark. Ich möchte den nächsten. Aha.
Na, Fox, bist aber schnell wieder hier. Ja. Fix los, halt. Fox, Alter, ich glaube, ich hack ab, echt. Ja, was? Willst du, soll ich dich gleich mitnehmen? Ich nehm dich gleich mit. Das Einzige, was du vielleicht mitnehmen kannst, ist dein Rücken, ja, also. Ja. Ja. Deswegen nehme ich dich ja mit. Tschö! Dass du mein Röckchen begutachten kannst. Wunderbar. Bist du noch verheiratet? Ja. Schade. Tja. So. Justiz. Oh Gott. Tja, würdest du meine GoPro mehr beachten, würdest du das schon längst wissen. Ach, deine GoPro, die ist langweilig. Ich weiß, wenn ich GoPro anschaue, dann... Das ist für mich Meta. Reines Meta. Warum Meta? Ja, ich bin selber Bürger hier im Staat. Wenn ich dann auch mal GoPro mitschaue, dann weiß ich Informationen, was ich ein bisschen... Ja, nee, man guckt ja die GoPro, wenn man halt nicht auf dem Staat ist. Ja, aber trotzdem, nee. Bist du jetzt mal gerade live, oder wie? Ja. Okay, wie viele Zuschauer? 2. Au, hallo, ihr Lieben. Guten Tag. Ja. Würdest du mich zum Bürgerbüro fahren? Zum Bürgerbüro? Ja, warte gleich. Nein. Ich hab das umgehabt. Ich muss nur kurz was gucken. Okay. Gut. Ich mache eine Umfrage demnächst. Wer dafür ist, dass doch das nicht geht. So, markier mal Bürgerbüro. Bitte schön. Danke. Das ist mir zu soziales Fahren, Alter. Ja, ich bin Justiz. Das ist grün. Ja. Und was machst du jetzt? Nix, oder was? Ja, so ungefähr, weil ich habe ja jetzt eine Fracksperre und dafür frag ich die Anal. Ich habe nichts gesagt. Ja, eben. Du hast nicht mal einen Penis. Was? Ja. Was? Ja. Was? Wenn du jemanden von hinten nehmen willst, dann brauchst du entweder ein Umschnalldildo oder einen Penis. Das hast du beides nicht, also belügst du dich selber, ha! Wer weiß, ob ich nicht eine Trans bin. Ja, da muss ich dann noch mal genauer hingucken, ja? Wenn ich das nächste Mal die Hose aus hab, ne? Ja. Hast du dich gerade umgedreht? Hä? Ja, nee, egal. Darf ich vorne einsteigen? Hä, was vorne? Was denn? Darf ich mal den Knopf da drücken? Nein. Aber danke schön. Bitte Platz machen. Hey! Sonst. Ah! Ja. Siehst du, was du gemacht hast? Ja. Alles deine Schuld. Guck mal! Deine Schuld! Alles deine Schuld, ja? Ja, alles meine Schuld. Ja. Dafür erziehe ich dir die Hose für 3 Monate. Ah! So eine rote Ampel beißt nicht. Weiterfahren. Sag mal, Mädel! Ja, wenn du die Knöpfe da so einfach freilässt. Sonst nehme ich dir nicht nur die Hose weg, ja?
So, und jetzt? Bitte fahren Sie rechts ran. Oha, sonst nehme ich dir noch die Unterhose weg, ja? Okay, okay, okay. Ja, aber schon. Ja, ich hab's ja verstanden. Gut. Also, tschö! Xi? Was? Wartest du noch auf mich kurz? Okay. Dankeschön. Oh. Aber sowieso nichts Besseres zu tun. Wenn ich ehrlich bin. Und Eddie, wie geht's dir? Geht's dir gut? So, wohin jetzt? Meeting Point. Okay. Ja, markier mal. Du kennst dich hier im Stadtteil aber super aus, ne? Ja, eigentlich schon, aber du musst ja auch was machen, ne? Denkst du, ich mach die ganze Arbeit? Puh! Ja. Ba-ba-ba-ba. Ich glaube, ich mach danach einen Abstecher zum Gefängnis. Warum? Weil das neue Gefängnis einfach geil ist. Ich weiß. Ach, warst du auch schon drin? Mhm. War wunderbar. Hey, ich hab dich doch sogar noch gesehen. Ja, ach so. Ich war mit Ami unterwegs. Okay. Ach, das stimmt. Ist Ami gerade da? Nee, ich glaube nicht. So. So. Dankeschön. Ja, bitte. So. Ich hab halt gefragt, so weißt du, ich wollte einfach mal gucken, Lucky Lucky. Ja, 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 war für Geschäfte, ja, hatte. Ja, ja, Gar keine Geschäfte. Der Vogel ist ja auch noch da. Was, Vogel? Hallo, das heißt Fox? Sie. Ja, du vögelischen Fox. Ja, ja, sonst wirst du gevögelt, ja? Das Einzige, was gevögelt wird, ist das da hinten. Nein, du, ja, ja. Wenn du mal zu uns ins Gefängnis. Oh, mal, was ist das denn, ha? Mehr Sachen aus Plastik? Also, wenn du mal zu uns ins Gefängnis kommst, ne, dann... Ja, ja, eben, ja. Sonst schieb ich dir... Für immer Single bleiben. Ja, na, hä, wird er doch. Das ist doch klar. Hallo, aber dieses Leben als Single ist immer noch die angenehmste. Nee, weißt du was? Nimm dir einfach einen Mann, ja? Ein Mann ist... Ich hab eine Frau bei der Polizei, ich finde das sehr angenehm. Ja, ich hatte den Mann bei der Polizei. Warte, ist mein Mann noch bei der Polizei? Was? Keine du Ahnung. Hast einen Mann? Nee, nee. Ja? Michael Fox? Der ist nicht mehr bei der Polizei. Oh. Er hat gekündigt. Ja, stimmt, der ist jetzt Sanitäter, oder? Ja, der war Sanitäter. Ja, ja, stimmt. Er hat auch gekündigt. Ah ja! Aber er hat Vöglein gezwitschert, dass er wieder zur Polizei will. Nein, er will zur Justiz. Hat sie Justiz. Ja, er hat mir mal ein Nacktbild geschickt und dann so geschrieben, sag mal, passt dieser Körper in deine Justizkleidung? Und ich nur so, nö. Aber ich muss sagen, ein Fox Ehrenmann in der Justiz, muss ich sagen. Ja. Der ist wenigstens der einfachste korrekt, oder? Weißt du was, also dafür gebe ich dir einen Wein. Einen Wein, schon wieder? Ja. Das erinnert mich an die Knastzeiten, ja. Das macht er das, ja. So. Sie können mir mal ein paar Currywürste mitbringen, weil ich habe einer Dame Currywurst versprochen, aber ich habe die leider schon aufgegessen, weil ich nichts mehr zu essen habe. Ja, ja, das sollst du mal zu mir kommen, ich habe noch eine. Da kannst du sogar noch was von den Schulden lernen, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Ja. Die sind auf jeden Fall um einiges besser wie deine, ey. Ja, eben, ja. Also du gehst einfach zu der Dame und dann sagst du, na, was willst du, deine Currywurst beschnitten oder ungeschnitten, ah? So, warte, dir gebe ich auch einen Wein. So, einmal noch ein Wein. Ja, ja, ich bin heute großzügig. Normalerweise kosten die 750, ne?
Und dann. So, für dich auch ein Wein. Sweet. So, ich gebe jetzt jedem einen Wein, so, weil ich so ein gütiger Mensch bin. Ja, weil verstehe ich auch nicht. Mir wurde das ja von Mama weggenommen. Und dann Hallo. War ich halt im Support. Gratis und dann wurde, Wein. Dann wurde halt so gefragt, ja, hattest du nicht eine Fragsperre? Und ich war so, hä, nee, ich so nicht so, so dies, das, so ne. Er dann so, Jan, von wem hast du das? Und wie lange hast du noch Fragsperre? Ich musste die zurückgeben, weil sonst ist es unfair und so. Und ich so, eigentlich ist es jetzt unfair, dass du sie mir wiedergibst, weil sie mir ja gerade weggenommen wurde, weil viel das eine Kurzschlussreaktion war. Ja, wollt so ihr auch noch weinen? Ich will wissen, was Tony von der ganzen Sache hält. Ich gebe auch einen Wein. Zu mir und so, wie will. Dann muss ich halt das Geld bezahlen für den Unterhalt. Geht's gut? Wo ich mit klarkommen. Okay, warte, tu mir einen Gefallen. So, hier einmal ein Wein. Wir holen auch Tony dazu. Und dann lassen wir Tony mal reden, wie er sich gerade fühlt, okay? Mhm. Okay, und für dich auch einen Wein. Viel Spaß damit. Uff. Nein, nein, was ist jetzt mit mir passiert? Wollt ihr auch einen Wein? Ja. Okay, ich habe gratis Wein selber gemacht, ja. Normalerweise kostet er 750, aber heute ist Weinverleih. Okay. So. Willst du Schokoriegel? Nee, 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 ich esse kein Schoko. Also nicht so viel, weil ich Diabetiker Hallo, bin. Jack. Wie geht's dir? Warte, 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 bevor ihr weiterredet. Und zwar, so. Kam hat dich gar nicht zur Adoption freigegeben. Danke für den Wein. Wie gesagt, ja. Kommt mal bitte ganz kurz mit. Warte, nein, ganz kurz, ganz kurz, eine Sekunde. So, möchte jemand auch noch einen Wein? Muss sich Scoring der andere ausziehen. Was, wer zieht sich aus? Hallo, Fox. Hallo, ich hab für dich auch einen Wein. Vögelchen, Vögelchen. Hm? Ja, ja, ich vögel dich bald, mein Guter. Oha. Hola, Herr Fox. Hier, hast du einen Wein. Hallo. Wein. Ja. Oha, normalerweise kostet der 750, aber heute ist Weinverleih. Ja, heute bin ich mal nett. Ja, dann dürfte ich dir gar, dann dürftest du gar nichts mehr trinken. Oh, 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 was? Hä? Ach, Schätzchen, auch nicht bei der Justiz bin ich bei dir immer der größte Nummer, ja? Sie sind ja auch immer der Typ, der die Sache. Also, ich hab jetzt mal die Leute angestellt, ja. Ich meine, hallo, du weißt doch, was mit uns passiert, wenn wir gemeinsam unter der Dusche sind, ne? So, Tai. War das einer hier irgendwie von denen hier, die gerade anwesend sind? Oder? Ja, weißt du, wer einen roten Lambo fährt mit grüner Untergrundbeleuchtung? Ein roter Lambo mit grüner Untergrundbeleuchtung? Ja. Der hat auch eine grüne Tasche und so, und weil der hat mich letztens beim FP abgestochen. Er hatte dich abgestochen und du kennst dich immer noch daran erinnern. Ja, Medic hat mich hochgeholt. Warten so kurz. Und es waren auch Augenzeugen da, die genau gesehen haben, was passiert ist. Komm mal hierher, Dennis, und steig von deinem scheiß Bike ab. Ja, ich glaube, das war der Pisser. Weil, are you? Genau. Ja, guten Tag, Herr. Wer bin ich? Sie kennen mich nicht. Nein. War hatten wir nicht vorhin beim Würfelpark ein kleines Date? Wo sah ihr? Wo sie mit ihrem... Ich hatte kein Date mit dem Justiz... Na, als ich noch außer Dienst war, hatten wir doch ein kleines Date, ne? Ja. Ja. Also, ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie das einfach nicht durch Ball machen. Das war ja eigentlich mit mir und zwischen dem Mädel, was, ne? Wenn Sie sich gerne einmischen möchten, dann, ja, weil ich habe eine Frau, ich hab eine Frau runtergeschlagen bei meinem Auto. Ja, erstmal deswegen haben Sie gesagt, ja, also ich habe eine Frau runtergeschlagen und dann kam er, lass die Frau in Ruhe. Dann ich so, ja, er soll sich nicht einmischen, nur weil sie eine Frau ist, weil das machen nur Jungfrauen, ja? Habe ich gesagt. Wer war das denn?
Frau. Die Frau, glaube ich, eine von, keine Ahnung, entweder eine von denen, ich weiß nicht mehr. Die hatte, glaube ich, keine Ahnung. Aber trotzdem, ich bin jemand so, ich gebe einen Fick auf Geschlecht, ja? Wenn er oder sie meint, irgendwie mit mir Hops zu spielen zu können, dann ist er halt bei mir beim falschen Weg, ja? Dann sage ich denen auch zuerst so, ja, runter von meinem Auto. Und wenn er oder sie einen Fick drauf gibt, dann gebe ich auch einen Fick auf die Person, ja? Und kann ich jetzt kurz was sagen? Ja. Aber die Sache ist, wenn sie mich dann, weil ich sage, dann... Ja, aber du bist ja, auch auf mein Auto drauf gemacht, um mich zu provozieren. Luca, mich hat das halt auch genervt. Deswegen, ich schlage ja zu. Ich habe sie ja auch geschlagen. Also kann ich dich auch schlagen. Du kannst mich auch schlagen, aber nicht mit dem Messer, ne? Die Ghost kannst, und meine Jungs kommen bitte mit, außer Dennis. Ja, halt eben. Du kannst, weißt du? Komm mal mit, ja. Also, nee, okay, wir bleiben hier. Also, weißt du, du kannst gerne mit Fäusten das regeln, aber nicht mit dem Messer, ne? MG. Mit Fäusten hätte ich gar kein Problem, ja? Da bin ich immer dabei. Aber mit dem Messer ist einfach so. Ich meine, ich hab dich ja auch irgendwie mit dem Messer irgendwie, ne, geschlagen. Ich hab dich mit der Faust geschlagen, ne? Ja. Also, ne? Faustkampf, easy, aber Messer, nee, geht einfach nicht. Messer ist halt wirklich. Ja, okay, weiß ich nächstes Mal Bescheid. Gut, okay, gut. Gut, dann, ja, danke dir. Schönen Tag noch. Jo. Keiner gesehen. Jack, komm mit. So, einer fehlt noch, aber der ist nicht gerade umgekehrt. Ja, hallo, gerauchte Ghost, hallo! Warte, warum trägst du eigentlich schwarz? Ich? Ja. Weil das die neue Kleidung von uns ist. Ach so! Kennst du irgendwelche Stimmen? Okay. Hallo. Oh, hallo. Ey! Hallo. Ich habe gelernt, wie du bitte die deine Haaren? Willst du auch einen Wein? Okay, warte. Selber angebraut, ja, selber gemacht, gepflückt. Nicht? So eine andere Stimme. Willst du kein Wein? Der Wein hat so eine andere Stimme. Also was du tust oder was? Nein, dann red normal. Ich red auch normal. Wer hat doch kein Wein? Wer will noch mal? Ich hab noch keinen. Ich hab dir 650 Euro zugesteckt und du gibst mir keinen. Ja. Nein, nicht du, MG. Mein Junge. Junge, komm. Hä, ich steh nicht auf. Du hast Kaugummi. Ich steh auf Höhe. Okay. Nee. So, papp. Da, viel Spaß. Da. Danke. Jo. Habe ich 100 Euro plus? So einer von denen ist es auf jeden Fall. So, du hier, MG. Mitkommen. Oh, ja. Jack hin oben. Ich hab alle steife Arme. Steife Arme? Ja, das neue steif. Ich hab was anderes Du hast GoPro an. Ich bringe ihn echt. Warum? Mein Stream ist also meine GoPro ist ab 18, also von daher. Ja gut, dann. Aber trotzdem muss ich mich auch wieder zurückhalten, weil ich ja bei der Justiz bin. Warst du eigentlich auch schon im Gefängnis? Ich? Einmal bisher. Auch beim neuen Gefängnis? Also wo du halt auch Auslauf hast? Nicht? Oh, okay. Nein. Ich eingereist bin in den Staat, 10 Minuten hier gewesen und dann gleich in den Knast für 10 Monate. Ja, aber wir haben ein echt geiles Gefängnis. Ja, nee, kein Bock auf Knast. Okay. Oh, warte, ich muss einen erzählen, mal fragen. Ja, hallo, hier ADAC! Guten Tag! Haben Sie eigentlich auch schon unser neues Gefängnis gesehen? Nein. Nichts möchte Sie jetzt mal sehen. Ja. Ja, möchte Sie? Ja, wo ist denn? Das ist bei der UFA. Im Norden oben oder wo? Ja, im Norden oben, ja. Ja, können wir es dann später mal anschauen? Ja, später, ja, können Sie. Ja, rufen Sie aber einfach an, ja? Machen wir. Gut, super, sehr ja, schönen Tag. Tschüss. Ja, also ich schläge nicht so ihr auf Höchstchen, aber hey, ne? Das ist wieder ein anderes Thema, huch. Wie viele Polizisten sind gerade im Dienst? Ich hab ihn deine Er hat mir...
Ah, es soll doch endlich mal wieder Arbeit geben, Mensch. Die Polizisten machen auch irgendwie gar nichts. Weißt du, was cool ist? Dieses Auto, wo du fährst, ne? Durfte ich letztens auch fahren. Ja? Ja. Oh, nice. Da war aber das ganze Prestige noch nicht drauf. Das war noch Standard gewesen. Ach so, okay, okay. Aber ich muss schon sagen, die Karre geht gut ab, ey, wenn es geht und ist. Oha, Ellie, danke dir! Danke dir! Mal schätze, ey! 120 oder 230 fette Karre. Uff, okay. Womit hab ich das so Straße, also in Kurven kann man nicht eindriften, aber... Ja, driften muss man auch nicht. Geil. Ja, ja. Beim Rammen hält es auch sehr viel aus. Also wir machen eh keine Verfolgungsjagd, sondern eben, wir bringen einfach die Gefangenen zu JVA und dann sind wir halt bei denen. Mit im Knast bei den Leuten? Ja. Da gehen wir auch mit denen raus oder die müssen geduscht werden, ja. Oder die gehen dort arbeiten. Oh, ja, das ist süß von dir. Knast, dass man arbeiten gehen kann. Ja, also eben, man sind ja manchmal um die 50 oder 60 Monate drin, ne? Und halt um die Zeit ein wenig zu vertreiben, kann man dort halt arbeiten gehen, beziehungsweise halt Wäsche machen und so. Kriegt man halt einen kleinen Verdienst, wo man dann in der Gefängniscafeteria sich eine Currywurst gönnen kann oder andere Dinge. Ja. Leute klaut ein Auto. Nee, das ist nur der RC. Ja, aber der versucht gerade ein Auto einzusteigen, was ihm gehört. Ja, vielleicht ist es, vielleicht liegt es falsch oder keine Ahnung. Ja, der will da einsteigen, hast du es nicht gesehen. Er versucht ein Auto zu stoppen, was geht denn ab? Oh. Oh! Musik in meinen Ohren. Die Polizei ist mehr in Dienst. Warte, nee. Was geht ab? Oh, das ist natürlich gar nicht so nice. Nee. Stimmt, wir brauchen mal vielleicht noch ein paar. Wir haben fast keine Waffen mehr. Naja. Hallo. Ein Outfit backen. Ja. Eieiei. Hättest du mal ein Kleidchen angezogen, würde der hier stehen. Ja, ja. Ich war auch mal in einem Kleid unterwegs. Echt jetzt? Ja.
Und jeder, der. Als Mann oder Frau? Als Mann natürlich. Und jeder, der was dagegen hat, den habe ich erstmal umgeboxt. Wenn ich das machen würde, dann krieg ich Wort gegessen. Nee, also eben. Die haben mich alle in Ruhe gelassen. Die haben schon mal gesagt, so, ah, ist eigentlich dann wieder kalt. Und dann ich so, tja, wenn sie da sind, dann wird's mir warm. Und dann, aha, aha. Ich. Ja, muss ich mal bis du umfangen. Bösen Buben ein. Ah ja. Wann hast du mal Zeit? Wann? Meinst du wegen Treffen und so? Ja. Ja, muss ich noch gucken, ne? Muss ich noch gucken. Ah. Ich gebe dir sonst mal Bescheid, ja? Als ob. Ja. Warte oder halt. Bis nächstes Jahr. Oder mal in Discord, ne? Oder Happy Fairy, der ist. Ja. Was mache ich denn nur mit 16 Millionen Euro? Das. Keine Ahnung. Ja, ja, es ist keine Katze mehr. Ja, also er hat doch die Katzenmaske. So. Puka hat 300.000 oder so. Hast du vielleicht einen Burger dabei? Natürlich, natürlich. Lass mal bitte einen geben. Aber natürlich kann ich dir einen geben. Sonst brauche ich gleich einen Sanitäter. Ich kann dir sogar zwei geben. Eine. Und sogar drei Cola! Ja, Cola habe ich genug. Davon ach so, okay. Weiß okay. Nicht warum, aber man verbraucht mehr Essen als Wasser. Aha, ja, 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 so ist das ja nie. Sag's mal so, wenn, bevor das Trinken leer ist, habe ich schon drei Burger in mich reingezogen. Man so viele Leute am Wirbelpark und die haben nichts zu tun. Das ist schlau. Der hat den. Zählen noch. Was? VA und. Ja, ja. Was ist das für Spaß schon wieder, ey? Fahren das so blöd zum Fahrradfahren? Hat den aufs Maul gelassen? Ja, ei. Oh oh! Oh nein! Oh, oh, oh. Hi. Klang hab. Ach so. Hallo. Hallöchen. Hallo! Na, bin ich immer, ich will einmal Scheiße machen, ich bin direkt am Arsch, ja. Hey, Justiz. Ja, 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 ja. Okay, so, möchtest du dir einen Wein? Sollen wir kurz tauschen? Outfits tauschen? Auto tauschen? Outfits, Outfits. Outfits? Ja. Nee, 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 nee. Oh. Lila steht mir nicht, ja? Also, Lila doch, macht. Doch, na, doch. Nein, nein, Lila macht mich fett. Ach. Ja. Ich dachte, du bist ja. Fett. Da! Oha! Oha! Da, 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 oha! Böse, böse!
sein, dass die Quo auf uns möchte doch jemanden Wein? Was ist mit den Quo? Ich will. Ja? Ja? Okay. Hast du gehört, Chef? Also, wer will alles einen Wein? Wer? Okay, gut. Also. Ja, wenn ihr uns angreift, dann nehme ich voll die Verantwortung. So, einmal für ihn hier. Ja. So, wer möchte noch einen Wein? Aha, der hier. Ich hier. Sie, aber sie sieht, wie alt sind sie? Mag ich nicht. Er hat 13. Ja, da kann ich ihnen keinen Wein geben, tut mir leid. Wer ballert da hinten rum, Alter? Sie ist schwarze. Gute Frage. Hä? Ich hab gar keine Schüsse gehört. Auf den grünen schießt er. Oh oh. Oder? Junge, Alter, gar keinen Bock auf Stress. Ja, ich wollte, hallo, wie viel Pack ist eigentlich eine fucking Safe Zone? Onkel MJ. Ich glaube, da hättest du vorher überlegen können. Ja, ja, jo, halt die Ball, Junge. Und mit welcher Stimme man da reinrennt, ne? Ja. Eier, schuss, boah, hau dich schlecht. Oh. Hallo, keine Prügelei, ja. Sind wir noch dein Chef, Digi? Ja, warte, ach ja, stimmt, Ayo ist der Chef. Ja. Aber ey, warum hast du immer noch das Gesichtstattoo? Ja. Ja, ich weiß, aber ich behandle dich auch wie mein Chef. Oh, oho, also unterm Tisch oder was? Ich glaube, wie wir kriegst reden. Du mich jetzt auf Händen, ja? Oh, ja, komm, steh auf. Nee, lass gut sein. Ich glaube, also, ich wieder Bobby. Also ich habe da andere Chef, also ich kenne da so andere Cheftätigkeiten. Ich rede ganz anders mit Ayo. Auch unter uns. Oh. Ja, der erzählt mir immer, wie groß sein Schwanz ist. Ja. Aber ich will es gar nicht hören. Ja, du sollst mal auspacken, da können wir messen. Ja, beim Fox kannst du das, also wir stellen ja. Die Justiz, der freut sich, wenn du da bist. Soll ich ausziehen? Soll ja, ich ja, ausziehen? Ja, los, ja, komm. Komm mit. Ich bin nicht schwul, okay? Also. Er ist nicht schwul, aber ey, ne? Begleitet mich erstmal, ja? Ja. Ja. Da sagen immer die meisten Leute, sie sind nicht schwul oder sind unter der Dusche und fragen nach sie, Herr Justiz, können Sie mal mir helfen beim Putzen? Eine Frage, warum schreist du so? Du, meine Ohren tun weh. Weil ich Dominanz zeigen muss. Aber sie haben doch schon eine Waffe. Das zeigt schon genug Dominanz, oder? Na, Waffe bringt nichts. Ja, du musst auch Dominanz erscheinen, ne? Für den Gebäudeschutz. Ja. Was kriegen wir? Ja, wir kriegen auch so einen Gürtel. Einen Gürtel? Und was kriegen wir? Warum? Darf ich mir die in den Arsch stecken? Wofür den Gürtel? Ich weiß nicht. Ja, nee, bei uns ist nur Werkzeug und so? Nee, bei uns ist nur ein Pfefferspray und eine Taschenlampe und ein Schlagstock. Oh, den Gürtel. Okay. Damit kannst du einen ranbinden. Aber kein Werkzeug, oder wie? Nee, braucht ihr ja nicht. Ihr seid ja. Ja, okay. Gebäudesicher. Waffenholz. Das ist nur, falls ihr von irgendwelchen wild gewordenen Pennern oder so angegriffen werdet. Ja, genau. Ihr dürft immer pfeffern. Welche Hunde oder so? Ja. Oder Hunde, ja. Ich hoffe, das ist Pfefferspray. Aber bitte keine Füchse, ja? Ja, keine Füchse, ja. Achso, okay. Ich hab verstanden. Ich muss kurz ein bisschen nachdenken. So, Herr Füchse? Ja, Füchse sind artgeschützt. Ist was? Ja. Bist du gut? Du bist vor dem Aussterben bedroht, oder wie? Nicht vom Aussterben bedroht, aber wir werden gejagt. Wegen unserem schönen Fell. Arr. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, ja. Worauf? Die Tankstellen sind zur Hälfte fertig. Aha. Okay. Und da werden die Benzinpreise teurer. Ja, auch. Aber wir haben sogar Justizwerbung mit eingebaut. Ja. Ah, okay. Nice. Polizeiwerbung ist auch mit bei uns in den Tankstellen. Ja, Polizei kann man ja mal weglassen. Nee, bei uns hat jeder Platz in den Tankstellen.
Das Bauamt, die Immobank. Naja, also die Polizei soll sich mal ein wenig zusammenreißen und mal was machen, ne? Ja, Tatsache. Die Leute kommen immer durch mit ihren Mord- und Schlägen. Weißt du, und ne? Ich meine, die Putz, ich meine, das Einzige, was bei uns bei der OV zurzeit quasi Umsatz macht, ist der Putzdienst. Lern einfach von mir, bleib einfach an meiner Ferse. Ja, wenn die Wirtschaft sie dann gerade geht. Du gehst dahin, wo ich hin. Die Wirtschaft geht eigentlich relativ gut, aber. Werden sie vom Staat finanziert? Ja, ja, vom Staat, ja. Ah, okay. Zwar ist der Lohn, finde ich, noch ein wenig wenig, weil ich habe als ärztlicher Direktor mehr verdient, aber ja, vielleicht wird da noch was geändert. Was sind denn Sie gerade für einen Status? Also ich bin Justizbeamter und verdiene gerade mal 2000. Das ist doch aber... Ja, also... Für den Anfang... Ja, also für den Anfang ist schon okay, aber mal gucken, vielleicht wird da ja noch was umgeschraubt, denn... Keine Ahnung, ich als ehemaliger ärztlicher Direktor habe 3000 verdient und das war auch schon... Aber da waren Sie Direktor, Sie ja, okay, ja, stimmt, ja. Fox? Wenn Sie nachher Bundesdirektor oder so wären, dann geht Sie dazu da. Guten! Ja. Ach, das ist ein Anwalt, den man hier erreicht. Ja, ja. Für den Anwalt habe ich auch noch eine gute Info. Yes. Sie fühlen sich unberechtigt behandelt, dann rufen Sie die Anwaltskanzlei an. Was zum Fick? Deswegen wollte ich ihn nämlich mal fragen, ob er einen coolen Slogan hat, den er mir schicken kann. Ja. Ey, Alter, denkst du, wir werden uns Hops nehmen? Ja. Die Grünen? Ja. Vielleicht dich, ja. Ich werde denen einfach eine kleine Entschädigung zahlen. Ja, mache ich auch. Du wirst dafür arbeiten gehen. Ich kann beides machen. Hauptsache. Was ist denn passiert bei den Grove? Ist egal, das bleibt ein Tod. Was als Entschädigung kannst du ja deinen Körper verkaufen. Er möchte seinen Fehler nicht. Okay, ja. Könnte ich kurz mit Sie unterhalten? Natürlich. Kommen Sie mit. Hätten Sie dann gleich auch noch mal eine Minute für mit? Nee. Ja, hat er. Ja. Ja, guten Abend, Herr Fox. Guten. Ich bin jetzt hier mehr als Anwalt unterwegs und es geht nämlich um einen Fall, der in der JVA basiert ist. Ja. Also eine Person, den ich hier vertrete, namens Moritz Gulasch. Ja. Wurde vorgestern von einem JVA-Beamten im Gefängnis angegriffen. Okay. Ich möchte einfach nur wissen, ob Sie zu dieser Tatzeit einfach dabei waren. Nein, war ich nicht. Er wurde nämlich von einem JVA-Beamten in den Bauch reingestochen. Okay, nee, also eben, wir haben keine, also ich selber habe kein Messer und habe auch wirklich keine Gegenstände, womit ich irgendwie Leuten irgendwie ja halt Stichverletzungen machen kann. Von daher, ja, habe ich davon eher keine Ahnung, ja. Sebi. Er ist als Justizvollzugsbeamter beschäftigt. Ja. Kennen Sie ihn? Den Sebi? Ja, ja. Ja. Gut, wie schätzen Sie ihn denn ein? Ja, den Sebi eigentlich ganz okay, ja. Fraglich, warum fragen Sie denn? Wird er verdächtigt oder was? Oder? Oder gehört er zu den Verdächtigen oder? Kann gut möglich sein. Okay. Ja, ich weiß nicht, am besten würden wir mal sonst seinen Spind dann durchsuchen, ob wir dort was finden, ne? Finden Sie ihn irgendwie, oder besser gesagt, würden Sie ihn als gewaltsam irgendwie einschätzen? Den Herr Sebi. Genau. So wie ich ihn kenne, eher weniger. Eher weniger, okay. Ja. Gut. Dann trotzdem vielen Dank. Jo, kein Ding. Zeit genommen haben. Ja, immer doch. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, danke gleichfalls. Jetzt, und wenn es ein Überfall ist, dann, wenn man, und man etwas übergibt, sollte man den Spitznamen vergessen, weil das auch nicht mehr...
sorry, das geht glaube ich nicht hier. Ba, 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 ba. So. So, ich will jetzt erstmal kurz mein Auto reparieren. Da gucke ich mal eben, gucke ich mal eben, wie viele Polizisten gerade im Dienst sind. 3. Ja, eigentlich passt das, ne? Eigentlich genug Polizisten im Dienst. So, dann gehe ich noch kurz mein Auto waschen. User joined your channel. Hallo. Guten Tag. Na, wie läuft soll ich die rausgehen oder bist du? Bitte. Ja, ich bin ja einfach live. Ja, relativ gut bei Ihnen. Naja, ne. Kann man sich nicht beschweren. Ja. Kann man bei Ihnen eine Rundführung buchen eigentlich bei beim Gefängnis? Zurzeit doch nicht, weil wir haben ja erst kürzlich eine große Rundführung gemacht, ne? Ja, da war ich leider nicht da. Da okay. War ich im Kopf arbeiten und da konnte ich nicht. Okay, ja, vielleicht später mal, ne? Alles klar, danke schön. Jo, kein Ding. Wünsche noch viel Spaß. Jo, danke gleichfalls. Ja, ja, also eben, ne? Ich bin halt einfach live, ne? Ja, ja. Ich jetzt auch seit 27 Sekunden. Okay. So, weil ich gehe jetzt mein Auto waschen. Dann hoffe ich mal auf ein paar Gefangenen. Ja, ja, da kannst du dich aber bei meinen Kollegen. Sind da bestimmt auch. Dafür ein paar Gefangene zu bringen. Jojo. Ja, sind jetzt ja 3 Polizisten im Dienst. Also von daher. Ja, mal schauen. Bin ich überhaupt auch im Dienst? Ich muss gleich mal gucken. Oh, so. So, jetzt bin ich im Dienst. Ah, Digga, ich war gerade noch im Supermarkt bei uns in der Hexenstadt, sag ich mal. Ja. Digga, es haben Leute wirklich vorgekauft, falls Coronavirus ja, richtig ja, ausbricht. Ja, 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 es bei uns auch irgendwie so, aber eben. Es ist einfach nur ist einfach unnötige Panik mache. Meine Mama hat jetzt auch Desinfektionsmittel neben das Waschbecken gestellt. Okay. Naja, naja. Kann man bei dir eigentlich subben oder hast du das auch nicht aktiviert? Ja doch, subben kann man. Digga, bei mir hat das mit dem Antrag nicht, also funktioniert das nicht. Okay, ja, du musst halt 18 sein, ne? Nee, du kannst es auch mit Elternerlaubnis machen. Das Problem ist, dass meine Straße mit Ä beginnt und ich wohne ja in Baden-Württemberg. Und du kannst halt keinen Minus bei Bundesländern eintragen und kein Ä, Ö oder sonstige Dinge. Ja.
bei den Straßen. Das heißt, es erkennt jedes Mal meine Straße nicht und mein Bundesland nicht. Was für ein Bundesland denn? Baden-Württemberg. Dann einfach mit U. Oder halt das Englische. Ja, ja. Weil ich wohne auch im Kanton Zürich und da habe ich einfach Zurich. Ja, bei mir funktioniert das aber allgemein auch nicht. Ich habe das schon gefühlt alles ausprobiert, das funktioniert einfach nicht. Okay. Vielleicht musst du das mal mit den Eltern machen, weil das hat ja auch sehr viel mit rechtlichen Dingen zu tun, ne? Ja, das habe ich schon gemacht mit denen zusammen, aber es hat halt auch nicht funktioniert. Okay. Ja, das Schöne ist, dass ich wenigstens ein eigenes Bankkonto habe. Das heißt, es geht einfach, wenn das funktionieren würde, straight up auf mein Ding. Ja. Und auf und steuern wir halt auch mein Ding. Und das wäre dann sogar noch geringere Steuern, weil ich noch minderjährig bin. Ach so, okay. Also ich würde mehr daran verdienen. Kaya, ich mache das ja eher nur als Hobby. Ja, ich auch. Weil ich habe ja eigentlich eine Arbeit. Muss man jetzt eigentlich Ingame noch einen Tweet schreiben, dass man live ist? Ich glaube nicht. Okay. Bin ich angestoppt, das, seit dem Stream. Ja, ja. Dankeschön für dein Ding, follow. So. Ja, Ibe, das ist halt so, das war halt das gleiche auch wie mit der Schweinegrippe, mit der Vogelgrippe, alles nur Panikmacherei. Und das Beste ist halt Mundschutz, das schützt nicht wirklich. Ja, vor allen Dingen, weil Corona halt auch über die Hände übertragbar ist. Ja, ja, es ist ja eben, es geht ja auch durch die Luft und auch wenn man spricht, durch die Atemwege. Außerdem kaufen sich die meisten Leute den Mundschutz nur für sich selber. Die geben den Fick auf die anderen. Mhm. GameSound ist gerade extrem laut und ich weiß nicht warum. Okay. Die Sound Options zurückgesetzt, Digga, ist ja komplette E-Rape und PS sind auch scheiße. Ja, ja. Ja, 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 eben, die kaufen halt alles, auf, ja, die denken halt nur an sich, ja. Die gehen, die stürmen in den Laden ein, kaufen das Brot, die Milch auf, ja. Nur weil sie und deren Familie ja überleben möchten, ja. Und ich meine, hallo, die Welt besteht nicht nur aus einer Familie mit irgendwie zwei Kindern, ja. Da sollen die ihre Kinder, keine Ahnung, irgendwie in einem, kann man in ein Quarantänelager schicken, fertig. Oder keine Kinder mehr machen, ne? Aber ich denke mir auch nur so. Ich meine, eben, der Mensch, der stirbt nicht einfach so aus wegen einem Virus. Ja, das war vielleicht im Mittelalter. Sind ja. Schachmann! Also. Also den Führerschein, den habe ich glaube ich auch im Lotto gewonnen. Punktcheck. Ey. Tut mir so leid. Ja. Hey! Äh. Dennis, ich kann dich ab. Tut mir so leid.
Ja, nächstes Mal vielleicht aufpassen, ja? Ja, mach ich, danke. Okay. Hey. Er hat mir ne... Du kleine... Ne, bei mir kommst du nicht mal rein. Danke. Ja. Ich glaube, es ist gerade ein Medic-Heli abgestürzt. Ja. Ja? Aber ohne Medic. Okay. Alter. Bist du das hier mit der Justizkarre? Ja, ja. Aber ich muss kurz mein Fahrzeug reparieren. Weil da ist mir schon wieder der jemand in die Justizkarre reingefahren. Der Fahrzeug kannst du es auch machen. Nee. Ich möchte das schon richtig EP professionell machen. Oh. Okay. Ja, was? Wo sind meine Kollegen alle? Hm? Haben die gerade den Funkcheck durchgegeben? Warte mal. Status komm. Warum ist das. Warte, ist das schon wieder dreckig? Oh. Oh, ich kann schon wieder tanken gehen. Wenn du mich nicht an Dinge erinnern Huch, würdest, ne? ICK, hab da Lüb. Das Nervigste, was es ist, was gibt. Oha! Danke, Andy! Und ich hab dich auch lieb! Was ist abgegangen? Ja, hab grad die Donation bekommen. Wie viel? Warte. Ich habe 5 Franken bekommen, ja. Hallo. Stabil. Moin. Hallo, King Gamer. Na? Oh, vielen Dank, Jara Betty. Wupp, wupp, wupp. Übt ihr alle? Ja, das. Ja. Streamst du? Ja. Ja, ja. Aber eben der Coronavirus, also der geht auch wieder vorbei. Das ist halt so. Ach, du bist einfach so gut zu mir, Mensch. Wie habe ich das nur verdient? Gar nicht. Oha. Ich wollte ja eigentlich tanken fahren, aber meine Orientierung ist wieder mal richtig hart broke. So. Es wird schon wieder rumgeschossen, als wären wir bei einer Party. Ja, ja. Aha. Schießt da wieder irgendwer? Es schießt hier irgendwer rum, Alter. Wo? Ja, ja, Hi King Gamer, ja, ja. So. Ja, die müssen sowieso in Support. Das waren die? Ja, ja. Vollidiot. Wait, ich hab meinen Streamchat noch nicht. So. Vorhin noch 7 Zuschauer und jetzt habe ich wieder einen. Richtig geil. Na? Tja, weil die meisten zu mir gehen. Wie viel hast du? 3. 3 oder 4. Geil. Er möchte einer freiwillig in den Knast. Aha. Willst du ihn abholen? Ja, dann Dingens. Ruf mich an oder so. Du hast ja, glaube ich, meine Nummer, oder? Warte.
Nö. Das ist echt bei der Nummer. Oh. Also ist da. Moin, Ibims, der King Gamer. Na, hallo King Gamer. Na, was machen Sachen? So. Das ist so ein Typ, lila angezogen. Keine Ahnung, wo der hin ist. Okay. Ja, ja. Ach mein Gott, wie kann man so blöd sein, Alter? Wie kann man so dumm sein? Was denn? Es gibt gewisse Leute. Ja, ja. Kenne ich nur zu gut. Ja, die meinen, große Fresse zu haben, weil sie einen Rang unter einem sind und einen persönlich nicht mögen. Dann mischen sie sich ins RP ein und danach kriegen sie eine Verwarnung wegen Beleidigung reingedrückt, weil sie komplett ausrasten. Okay. Ich sag jetzt mal nicht wer. So viele Leute, aber kein Mensch macht irgendwas. Je. Darf Marvin zu uns reinkommen in den Channel? Klar. Warum sagt ihr alles doppelt? Oder ist das das Stream von Herbert und Schau? Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. 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 Herbert, hast du den VPS-Link, um mich Clarity jetzt anschreiben? Du solltest Clarity anschreiben, weil ich weiß nicht, ob ich ihn dir einfach geben kann. Weil sonst hast du danach halt deine Ränge und so nicht. Und so gibt er dir die dann, glaube ich, direkt. Wie komme bitte. Ich in... Nee, du schreib einfach, du brauchst VPS-Zugangsdaten. Ja. Ich bräuchte. Wer fliegt schon wieder mit einem Helikopter über den WP? Kannst du slash crime? Dann schreib, dass ich da runter machen soll, sonst rufst du die Cops. Boah, Digga, dann komm ich mit dem Heli, Alter, weil. Ich komm mit dem Heli. Was? Ich komm nicht. Wir dürfen gar kein Heli ausparken. Na klar. Nein. Warum sollten wir keinen ausparken? Du? Sind nicht genug Leute da. Du darfst ein Heli immer ausparken, sobald du dafür einen triftigen Grund hast. Nein. Doch, du darfst bei einer Fahndung den Heli ausparken. Nein. Du darfst auch ja, jederzeit, auch sobald mindestens zwei vollständige Streifen, also vier Leute im Dienst sind, vorher nicht. Nein, ich mach dich nicht Moderation. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, wo bei der letzten Besprechung da warst oder bei der vorletzten, da gab da richtig. Vorletzte war ich nicht da, nur bei der letzten. Ja, da wurde auf jeden Fall gesagt, bei einer oder war es bei Lutz Ansage, dass der Heli auf gar keinen Fall ausgepackt werden darf. Außer man kriegt jetzt irgendwie Erlaubnigung. Ja, dann ist die Kingsgeber, trotzdem mach ich dich zum Mut. Von einem, der ich glaube mindestens Vize ist. Nein! Ehrenlos. Ja, ich. Mache nur Leute Mut, die ich wirklich schon seit Jahren kenne, ne? Mich kennt seit Jahren. Nein, ich kenne dich nicht seit Jahren. Ich habe lange, du weißt, ich nett bin. Und du hast mich VDM, du hast mich getötet, nee. Wann hab ich dich VDM? Na. Die Woche hast du den mich Gamer, du getötet. Hast jeden schon VDM auf dem Server, hab ich das Gefühl. Ja. Ich bin ja gebannt, Marvin. Du bist gebannt? Ja, perma. Gut so. Was so? Nur einen Tag noch. Was hast du getan? Ich habe, guck, bei der Justiz waren, wer war der? Titilini und Sparta, aber ich hab's nicht mehr im Koks. Sparta ging kurz telefonieren, hingegen. Titilini stand hinter mir, hatte ein P5, das erste Auftritt bei den Hedgehog in der Kaliber.
Ich weiß gar nicht, ist die Punkt 5.0, dürfen wir die eigentlich abnehmen? Ohne Tasche? Ja. Ja, das ist eine normale Pistole, aber wenn du die Waffenschein darfst, mit Waffenschein darfst du tragen. Dann Waffenschein, das heißt, du wirst ihn nie abnehmen. Ist jetzt ein Medic da oder ist der wieder nur AFK? Anna ist auch da und Mono. Die sind beide im Dienst. Ich glaube, der ist nicht im Dienst. Safe? Also einer ist roter Punkt, aber der bewegt sich keinen Millimeter. Was macht die halbe Growth in die im... Was wo? Robin, wenn du in diesem Chat sein willst, musst du suchen. Dann kicken die dich raus. Der hat mir gerade den Live angegeben. Ich fand... Hä, warum nein? Wenn du nicht live bist, nicht. Du kannst ja einfach mit deinen Leuten, wo du live streamst, rein. Ja. Darfst du das? Ja, sonst hättest du ja kein Livestream-Rang. Warum denn, Annie? Was ist denn los? Ich könnte doch wohl den Rang wegnehmen, aber mach ich nicht. Ach so, okay. Ja, das ist doof. Mein Internet war gestern auch fast teilweise, also halbwegs immer weg. Merk, weißt ja? du vielleicht den Spitznamen von dem Medic, der gerade da war und die ganze Zeit AFK war? Schlorax vielleicht? Ja, vielleicht, reicht mir nicht. Ich weiß es nicht, ich kann ihm sagen, er glaubt. Ja, über dieses Internet. Ey, ich hab doch hier einen Fahnsinniger, ich bin nicht komplett behindert. Ich bin komplett behindert. Ja. Ja. Wie wär's, wenn wir hier drin jetzt noch ein Gangbang veranstalten? Nee, ich wollte kurz wissen, wer war vorhin AFK im Krankenhaus? Dein Kollege, keine Ahnung. Welcher Kollege? Ja, mir wurde auch nur gesagt, Medic war AFK, deshalb. Ja, aber welcher Medic? Ich kann, warte, ich frage Fabian, müsste das wissen. Danke, Annie. Soll mal zu Fabian reingehen? Fabian und Inke, die haben mir das gerade gesagt. Ja, die erzählen viel. Auch viel, was keinen Sinn ergibt. Also Fabi ist erst jetzt da, weil der geht immer erst in TS und dann ins Spiel. Also Fabi kann es nicht sagen. Aber ich würde Schlags oder Dark Aim zutrauen. Weil Dark Aim war gestern eine halbe Stunde AFK ungefähr. So ist er stand ja. im Krankenhaus, ist rumgefahren im Privatauto. Ja, wie gesagt, geh mal im Talk 8, da ist Fabian und Icke. Ja, okay, guck ich mal nach. User left your channel. Jetzt habe ich noch den Mono. Mono ist nicht mit drin. Wulpi, bist du eigentlich gerade im Dienst? Natürlich bin ich im Dienst. Perfekto. Ich guck gleich mal, ob jemand beim PD ist. Natürlich ist jemand beim PD, ja. A31 kommt zur Verstärkung, ist aber noch um ins Handy Chance. Nein, du kommst nicht zur Verstärkung. Ja, doch. Welche Farbe, Motorrad und so Zeug? Schwarzes Motorrad. Ich sag's mal so, ist Icke. Ne? No, Alter, nee. User disconnected ja, kannst, from ich darf mit dem kein RP mehr machen, oder? Ich soll damit dem kein mehr RP mehr machen. Ja, aber du kannst ihn ja halt und festnehmen. Ich kann dann ja abführen. Das ist halt dann kein Thema. Nein, der lässt sich ja nicht mehr von mir festnehmen. Der macht ja nur Fail-RP dann. Red kein Wort mehr mit dem. Schau das deine Beschreibung an, dann weißt du wegen was. Hast du gelesen? Was? Nein, ich bin gerade immer. Ah, scheiße! Du, da ist er tot. Ich hatte gerade neue, ich sag mal, Anfangszeichen. Was ist denn deine Beschreibung?
Verwarnung aufgrund von Beleidigungen, Tyler, achso. Er hat mich heute Morgen als Bastard beleidigt, OOC. Ja, okay. Und meinte mir mit diesem Char, wo er nichts mit der Polizei zu tun hat, vorzulabern, was ich, wie ich meinen Job mache und so ein Zeug. Okay. Und er hat auch gecopbaitet und kurz darauf habe ich ja gestreamt, dann wurde ich von seinen Kollegen RDM'd. Okay. Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz, ich habe ja einen, ich glaube, der. Oh, das mag ich doch gerne, Andy. Ich bin der gute Laune Fuchs. Ab und zu auch der müde Fuchs. Donnert von dem Motorrad kommen. Ba, 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 ba. Positiv, Verfolgung am Krankenhaus, fährt jetzt unterm Mace Bank Tower. Jetzt unten, da wo die kleine Baustelle ist, sie sehen mich auf dem GPS kommen. Fährt links lang. Ist das Ecke, weißt du's? Ja, ist er. Ja, und er cop-baitet halt, da ist halt. Er cop-baitet. Ich will, dass der rausfliegt. Ich sorg dafür, dass der rausfliegt. Ja. Da hab ich übrigens überschlagen, ne? Cool. Hi. Mit MPD-1 oder mit. Sound. Hallo. Guten. Ach, ich muss dieses Gelaber nicht mithören. Also, F9. Dann bei Alu erstellst du halt einen Chat, quasi, ja, ne? Neuen Chat erstellen, dann guckst du halt, am besten fragst du halt via Twitter nach, was es so für Chats gibt und so. Und ich geh mal eben kurz auf Klo. Kurz für keine So, ich bin wieder da. Und mit welcher Taste? mit Pfeiltaste nach links. Ja.
Ba-ba-ba-ba. Okay, zwei sind im Dienst. Ich habe heute echt lange geschlafen, wirklich sehr lange. Gar nichts. So, was mache ich jetzt? Ja, jetzt mache ich erstmal zum Würfelberg. Da ist gerade keine Polizei. Ja, und das war's mit der Ampel. Okay, es regnet. Regen ist kacke. Regen ist wirklich kacke. Ja, der ist für ihn zugänglich. Der Fuchsbau ist quasi der geheime, versaute Bau. Danke, Ayu! Vielen Dank für den Host. Ja, Ayu, was geht? Immer doch. Als Justizbeamter ist man immer fit. Mehr oder weniger. Das hat niemand gesehen. Nice. Ja, da bricht ja auch alles auseinander. Wunderbar. So. Oh,
Also, ja, ja, du kriegst dann ein Einzelzimmer mit mir. So, ich glaube, ich esse mal was und trinke mal was. Ja, Annie, du kannst ja auch mitmachen, ne? Ist ja, ne? Da darf jeder mal rein. Ja, umso besser. Okay, ja, kann ich machen, ja. Ach was. Keine Angst, das passiert doch genug. Ja. Da passiert doch ganz viel. Ja, mach du das mal. Viel Spaß dabei. Jo, danke, ja, werde ich haben. Der Stream läuft eigentlich immer gut, ja. Oh, die nächste Ampel, ja. Heute ist Weltampel am Bodentag. So. Und weil es so regnet, gehe ich nach drinnen. okay, das hilft wohl auch nicht. Ja, ich glaube, ich gehe mal Richtung für die. Ah ja, ein BMW, ja. So. Wunderschöne. Ja, es regnet halt. Warum regnet es?
Ich fahr jetzt, ich geh jetzt einfach Richtung PD. Chill dort ein wenig. Weil eben, ich hasse halt Regen. Gut, ich geh. Oder ich geh zu meinem Dings, zu meinem Apollo. Nee, nee, nee. Da können die ganzen Leute da alles was rausklauen und so, und da habe ich keine Lust. Deswegen gehe ich jetzt eben mal zum PD, weil beim PD regnet es ja nicht mehr. Das hat man nicht gesehen. Weil, keine Ahnung, ich hasse Regen. Regen ist kacke und doof. Deswegen fahre ich am Ende schneller, damit ich unvorschneller beim PD bin. Ne? Natürlich schaue ich schon, dass kein Polizist da mich erwischt beim Schnellfahren. So. Denn dieses Wetter kann man sich einfach nicht geben, ja? Ja, oder, ja gut, ja, da gehe ich doch lieber mal zum Burgershot. Weil Burgershot, der schottet, glaube ich, auch ein wenig der, den Regen weg. Oder? Hoffe ich mal. Guck mal, wie perfekt ich einparke. Ach. Okay. Ja. Warum ist nie einer vom Burgershot da? Miese Zeiten sowas, ja? Wirklich miese Zeiten, ne? Ja, in der Zeit vom Coronavirus, ja, ist der Burgershot immer noch unbesetzt, ne? Sehr, sehr, sehr schlechte Publicity, ja? Dann habe ich eine Tropfenmil. Also ein Torpedo-Mine, okay. Ja, ja. Ja, umso besser. Ach, das ist nur Panik. Ja, ja. Rinderfleisch war, ja, ja. Was haben wir denn so? Also, die haben einen Money-Shot-Meal, der Bleeder-Meal, der All-You-Heart-Stopped. Oh, ja, ja. Meat-Free-Meal. Okay. Für $3, $6. Das ist wirklich relativ günstig, ne? Ja, ja. Hä? Ich muss da nur schnell etwas holen. Ja, ja. Ja, ja. Pommes werden sehr komisch bei uns.
Ja, doch. Gucken wir uns das mal alles im Detail an, ja? Hm. Ah ja. Okay. Ja. Okay. So, was haben wir denn für Getränke? Cola? Cola Light? Sprite? Ja. Okay. So. Da, was ist das da? Ah ja, ein wunderschönes Menü, ja. Okay. Wunderbar. Ah ja. Oh, da gibt es doch so viel Essen, ey. Einfach alles wegsnacken, ey. Einfach alles wegsnacken. Alles wegsnacken. Oh. Was gibt's denn so auf Twitter? Ah ja. Komm, ich geh zum Gerichtshof. Aber am Gerichtshof bist du immerhin geschützt beim Regen. Oh. Von der Ebene, da, das ist ein unschönes Wetter, halt, sehr unschön. Naja. Im Regen verschlechtert sich meine Fahrkunst. Deswegen geht's jetzt ab zum Gerichtshof. Oh, oh, leck! Oha. Das war natürlich nicht so vom Vorteil. Ah ja. So. Ah, schon Ruhe, ey. Ah. Ah, guck mal, wie still. Mm-mm-mm. So, das, so genieße ich das. Genau so.
oh ja, viel Spaß, Jenny, ja. Hoffe, dass dein Internet auch das mitmacht. Die Justiz. Bei der Stream-Gruppe, ja, geht eher nicht so. Ich habe jetzt 700 Games. Wow. Nice. Nee, die ist nicht mehr so aktiv eigentlich. Aha, es wird geschossen. Ja, ich habe von Corona wieder gehört und ja, die nur Panik mache.
Joa. Ey, wird hier gerade scharf geschossen oder was? Wenn hier scharf geschossen wird, muss ich da natürlich handeln, ne? Okay. Hätte ich mich aufgeschossen. Das, ja, es regelt hier durch, ne? Warum regelt das hier durch? Gleich mal gucken, Präsenz zeigen. Was macht das fucking Feuerwehrauto hier? Das müsste mal abgeschleppt werden. So. Vielleicht nimmt ja die ADC ab. Vielleicht kann man die jetzt nicht mal anrufen oder was? Okay. Doch. Ich glaube, niemand ist tot, also. Bitte einmal. Was? Oha. Ah, diese Leute, ey. Was bringt's denen? Was bringt's denen, alles aufzukaufen? Nix, genau. Nix, es bringt denen einfach nix. Die sollen keine Angst haben, sondern die sollen ihr Gehirn benutzen, diese Neandertalern. Hallo. Wunderschönen guten Abend. Ja, das Feuerwehrauto steht hier und eigentlich ist es ja nicht der Platz von der Feuerwehr, ne? Heißt, mitnehmen. Ja, gerne. Gut, dann hol ich kurz meinen Abschleppwagen und... Soll ich kurz umparkieren, damit sie das Auto abschleppen können, weil... Nee, das geht schon. Okay.
Ah ja. Ja, ja. Warte, ich möchte ihn wieder von angucken. Uff. Ey, nee. Die Kinder haben es einfach nicht kapiert. Ah, und der Regen ist so fucking laut. Kommt schon ADAC? Okay, oh, viel Spaß, Annie. Oder bis später. Ja, ja.
Gucken Sie mal ran hier. Oh. Ja. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Wunderschön. Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann haben wir es hier, oder? Jo. Gut, wünsche ich schönen Abend noch. Wieder schauen. Jo, tschö. Ah, schon viele besser. Eieiei. So, Toggle hat an. Ich muss gleich, muss gerade noch gucken. Okay. Lockt alles noch im besten Zustand. Aber ja. Ja, ich glaube, ich sollte mal nicht umfahren, ne? Alter, dieses Geblinke, Einfach. Hallo. Foxy, was geht ab? Nicht viel. Ja, das ist gerade mega crazy. Ja. Ich meine, wenn er Polizei ist, dann, ne? Also, ist die Kacke am Dampf. Was genau geht hier eigentlich? Was genau geht hier eigentlich ab? Nur so eine Frage. Keine Ahnung. Ich habe absolut nichts mitbekommen. Eben, das ist nur ein wenig Kriegern, ja? Kriegern macht schön, aber ne?
So, ich spiele jetzt als Guard. Ja, ja. Ach, oh Gott, da bin ich gute. Ja, ja, ich weiß. Ja, gibt's halt nichts Spannendes. Gibt's halt nichts Spannenderes als mich zu beobachten im Erregen. So, ich muss mal eben kurz muten. Hallo. Oh. Hallo. Ich habe von den Göttern ein neues Design auf mein BMW packen lassen. Okay. So, warte. Ja, Fox. Ja, hallo. Wie geht es Ihnen? Gut, und Ihnen? Ja, super. Wissen Sie noch, wer ich bin? Ja, sehen Sie. Ja, genau, ja. Ja, ja. Der Flachland. Nein. Freibier. Nein. Fängt mit L auf und hört mit Edschert auf. Letscher. Ja, ich bin der Letschert. Ah. Ich bin der Ihnen immer die Seifenkinder liefert. Ach so, wunderbar. Also in diesen Tagen war ich aber sehr, ne, da habe ich gar nichts gebracht, ne? Ja, war gestern im Urlaub. In Urlaub, wo waren Sie denn? Ja, kurz Urlaub auf einer anderen Insel, also beziehungsweise auf einer anderen Insel. Ich war auf Mallorca, kurz noch mal ein bisschen feiern. Ah, okay, okay.
So, ich muss mal kurz die Deskgebäude kurz ausmachen. Natürlich. So, jetzt kann ich wieder. Tachchen, Herr Fox. Tach. Wie geht es Ihnen an diesem wunderschönen Abend? Gut, und Ihnen? Ja, muss, muss, ne? Ja. Ja, heute sehen wir uns wohl nicht hinter Gitter, wa? Tja, man weiß nie. Na, Herr Fox, das können Sie sich schon abstellen. Also ich gehe nicht mehr in den Knast, glauben Sie mir mal. Ja, ein Glück glaube ich ja nicht. Hm. Das ist ja kein Glück, das ist Können, ich sag's Ihnen. Ja, eben, Sie haben ja gesagt, ne, Sie glauben ja nicht mehr, ja, dass Sie ins Gefängnis dann kommen. Ein Glück glaube ich ja nicht, ne? Ich sage Ihnen, dass ich nicht mehr in den Knast komme. Nee, also, ne, ich meine eben, es gibt immer noch den Zufall, ne? Diesen Zufall, den kenne ich nicht. Kann man das essen? Nein, wir können sie testen. Alles beruht auf Tatsachen und Fakten. Es gibt kein Zufall. Ist das so? Das ist. So, wenn ich sie jetzt zum Beispiel untersuche, finde ich dann irgendwelche Ware? Irgendwelche Ware? Ja. Inwiefern Ware? Oh, hallo Maike. Hä? Ja, Pulver. Wie Pulver? Ja, Pulver halt, ne? Achso, nee, ich weiß es nicht, Herr Fuchs. Ich nicht? Ich hab keine Arbeit nicht im Moment, ne? Okay, ich aha. Keine Arbeit. Also, nicht so eine Arbeit. Wenn dann. Würden Sie bei mir, wenn ich arbeiten gehen würde, wahrscheinlich einen Wein finden, aber. Wein? Das will ich ja auch hoffen. Ja, natürlich. Was denken Sie denn? Ich weiß ja nicht. Wo kommen wir denn sonst hin bei einem Staat, der nur illegale Machenschaften führt? Ja, ich kenne ja schon ein paar, ne? Wer soll das sein? Keine Ahnung. Ich bin letztens für 80 Monate eingeknastet dafür, dass ich versucht habe, aus dem Polizeiauto einen Pylon mitzunehmen. Daraus sind dann 80 Monate geworden, weil die Polizisten sich rechtlich nicht verteidigen konnten und mich dann als unkooperativ eingestuft haben, ja? Nur weil ich mich rechtlich verteidigt habe und das als widerrechtlich angesehen habe. Ja. Okay. Also, im Moment ist das nicht so mit den Polizisten hier. Ja, ich bin ja nur keine Gefangenen. Das ist irgendwie langweilig. Mhm. Ja, ist schon langweilig, so die ganze Zeit als Justiz, ne? Ach, ich finde eigentlich relativ nice. Ja, es gibt ja noch andere Leute. Ja. Wem gehört denn dieser Oldtimer da hinten? Keine Ahnung. Ach, wissen Sie, ob ein Immobilienmakler da ist? Nee, ne? Nö, glaub nicht. Ach, ärger mich, sonst würde ich eventuell umschauen. So, aber. Ja. Herr Fox, ich wollte mir letztens Ihr Anwesen kaufen, aber dann habe ich gesehen, dass es hier ist. Ja. Das ist, also sehr schön. Ja. Auch mit dem Helikopterlandeplatz dahin. Ja, ja. Deswegen habe ich mir das auch erst angeguckt, ja, weil das alles so schnell erreichbar war. Ja, ja. Wenn Sie das schon haben, das ja. Verdammt. Ja. Da habe ich mir alles bauen lassen. Haben Sie alles bauen lassen? Ja, Helikopterplatz also, bauen lassen, Garage bauen, bauen lassen, ja. Ich baue auf dir. Aha. Ja. Ah, danke. Kein Problem. Aber sagen Sie das Ihrem Mann nicht, ne? Nee. Sonst wird's wieder Ärger. Naja, sonst werden Sie bald in der Mitte sein, ne? Oh. Ja. Das klingt auch so gut. Na, kann ja mal meinen Mann fragen, ne? Ja, nee. Für sowas schade. Naja, was denn? Wer hat der da vorne? Wer davon? Bist du blind? Der da? Ja. Achso. Ist es Ihr Mann? Nee. Hä? Nee. Mein Mann, der ist ein wenig außer Haus und der so. Der ist so hässlich oder was? Nee, mein Mann ist außer Haus. Ihr Mann ist außer Haus? Ja. Hä, du hast einen Freund? Echt jetzt?
Nee, er tut nur so. Er hat einen Mann, einen Mann und keinen Freund. Ich meine jetzt im Kopf. Ich meine hier im Staat. Ah, okay. Ja. Dann kann ich dich im Kopf hier noch haben. Ja. Ach, Junge. Geil. So richtig. Herr Fox. Ja. Nee. Was denn? Wird Ihnen schon warm? Wird Ihnen schon warm? Ja, ja, wenn ich plötzlich den Zollstock ausfahre. Ja, ja, der reicht nicht. Keine Angst, das ist schon länger, ja. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch ein Video schicken, ne? Ach, ja, fuck. Ja, schick ihm mal ein Video. Nee, der zeigt noch keine 18. Ja, Fox, schick mir das Video. Was? Keine 2 Minuten übernehmen, wa? Ach, warte mal, Christian, 5 Minuten Video oder was? Ach, ey. Boah, Alter, was ist denn mit meinen scheißen Stimmbändern los? Ey, das ist alles auf niedrig. So, ich muss mal wieder eben kurz wieder Desktop Audio kurz wegmachen. Oder ich muss mir kurz was anhören. Eben, eben. Hatte die PLTPS, ja. So. Ja, ja. Ja, ja. Wurde sind Sie gerade wirklich gerammt? Ich? Nein. Nicht okay, hä? Nee. So. Verdammte Regel, ey. Wissen Sie eigentlich, wen das Polizei heute gehört hat? Weil laut meinen Angaben war es ein NPC-Fahrzeug. Das Feuerwehrauto, meinen Sie? Ja. Keine Ahnung, eben. Weil laut meinen Angaben war es ein NPC-Auto. Also ein Gehirnloser oder was? Ja. Hä? Aber warum parken die dann beim Gerichtshof? Das verstehe ich halt nicht. Sowieso. Ist halt wirklich sehr komisch. Ja, ja. Vor allem auch noch mit dem Feuerwehrauto, ja? Ja, ja. Ich wäre auch so, warum? Ist ja eh bald die Feuerwehr in die Stadt kommen, ne? Hm? Ist ja eh bald die Feuerwehr in die Stadt kommen. Ja, eben. Ich meine, hallo. Freue ich mich schon. Nein, ich nicht. Wieso nicht? Ich bin nicht so Freund von Feuerwehr. So, nee, weil die wird ja wahrscheinlich viel mit Medic und ADC arbeiten, wahrscheinlich. Ja. Gerade Auto brennt oder halt. Nehmen. Die Feuerwehr ist doch das Beste, die steckt doch einen Schlauch überall rein. Ja. Na, auf jeden Fall.
Ja, von der Justiz, sie haben bei mir die Hände oben. Aber, B? Ich? Ja, sie haben die Hände oben. Ach, lass doch die Hände oben, Mann, ey. Nee, nee. Ich hab die Hände nur. Ich hab die Hände nur oben bei anderen Dingen. Ja, deswegen, lass die Hände oben. Ja. Boah, ich muss echt mal wieder bei einem Puff gehen oder so. Ich brauch was zum Ficken. Ja. Hab ich das jetzt zu laut gesagt? Oder? Ja. Ja. Was? Also. Eieiei. Wolfi, hast du nächste Wochenende Zeit? Weiß ich nicht. Ich komme mal zu dir. Okay, okay. Dann gibt's Schnickschnack. Ja, so. Wo ist denn hier vor dem Land? Ich wohne in der Stadtmitte. Nice. Direkt im Zentrum. Weiß einer von euch vielleicht, wer ein Makler ist? Der Makler ist nicht da. Aber ich weiß, wer der Makler ist. Also den Spitzer meinte ich. Der Makler sind alles Götter halt, ne? Ach so? Die Makler sind alle von Artisch. Wissen Sie, wie ich da erreichen kann? Über TS-Applikation oder so? Ja, können Sie, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel wirklich in eine Suppenküche wegen das gehen, dann wird das, glaube ich, nicht so gut enden. Nee, weil eigentlich steht ja im Chat oder so halt bei Twitter immer, ja, Makler da. Für das und das selbst. Ja, ja, eben. Dann müssen sie halt öfters bei Twitter nachgucken, wann dann der Makler da ist und dann fahren sie halt zum roten Gebäude. Ja, da war ich schon öfters heute. Ja. Ach, sie machen dort schon öfters? Ja, ja, schau, ob vielleicht doch jemand da ist. Ah, nee, Makler meldet sich immer an. Fragen Sie doch einfach mal einen von euch im ADAC. Ja. Da hat jemand Kontakt zur Artisch. Vielleicht kann er für dich was aufbauen. Ja. Echt? Ja, okay, für uns gar keiner da, außer ich im Dienst. Ach so. Bauamt zum Beispiel. Ja, schau. Das gebe ich jetzt aber nicht. Ja. Jo, ja. Mein Gott, Wulpi, du bist wieder schuld, echt. Ja. Wo ist denn jetzt mein Siebel? Ach, das liegt auf der Tastatur. Die Polizei sollte endlich mal wieder mal ein paar neue Leute gefangen nehmen, damit ich die ins Gefängnis bringen kann. Ich habe vorhin einen Polizisten gefragt, ob er mich in den Knast steckt. Dann meinte er so, warum wollen sie in den Knast? Dann habe ich gemeint, damit die Justiz Arbeit hat. Dann ist er gegangen. Hättest du schlagen müssen. Ja. Wollte ich ja, aber darf ich nicht. Safe-Zone. Ah. Ich meine, ich gehe ja schon zu den Leuten und sag, ey, willst du ins Gefängnis? Ich könnte ja theoretisch jetzt hier Wulpi niederschlagen, aber das ist auch verboten. Nee, weil ich bin der einzige Justiz-Typ gerade im Dienst. Ja, deswegen. Ja. Mich darfst du nicht schlagen. Ich bin immun. Was, du bist immun? Ja. Du? Hätten wir nicht. Du bist immun? Warte, ich teste das mal aus. Warte. Ich hoffe, du stehst da auf schockierende Momente. Okay, warte, Achtung. Gib einen Zug. Oh. Leckerli. Ja. Ich wusste schon immer, dass es Leute gibt, die auf sowas stehen, ne? Ja. Also, du stehst auf sowas, hast du erzählt. Nein. Ich hasse Schocktherapie. Nee. Polizei hat auch so einen Elektroschocker, ne? Ja, ich bin Justiz. Ich bin nicht Polizist! Ja, aber ich weiß. Ja. Doch, das ist Polizei. Ja, Polizei hat auch einen Taser, aber Justiz ist ein Beamter, aber kein wirklicher Polizist. Ich kann nicht irgendwie zu den Leuten gehen und die festnehmen. Das darf ich nicht. Aber du könntest. Ich könnte theoretisch, also, ich könnte quasi mein Fetisch. Also ich könnte. Oh, endlich mal jemand willig! Ein geil! Ein Polizist ist ein Polizist. Ja. So, jetzt gehen wir in den Porno-Keller, mein Freund. Ja, jetzt lass ich dich noch tragen. Herr, natürlich, hallo, ich kann. Ja, du bist. Geil! Und nachher nehme ich dich richtig! Wir haben jetzt so mit die Polizei an. Was? Warum? Jetzt rufe ich die Polizei an. Ja, was denn? Er wollte mal austesten, ja? Sollte ich mal in mein Auto reinstecken? Ja. Okay, warte, ich steck dich mal rein. Entführung auch noch. Oh, toll. Ja. So wehrlos zu sein. Aha! Rein damit. Jawohl, ich bin drin. So, jetzt bist du drin. Du magst es also wehrlos zu sein, Ja.
Ach, bist du also so eine kleine unterwürfige Bitch? Bist du das? Hä? Ja, auch nur, oh, auch nur im privaten Bereich. Aber auch nur für Geld, ne? Nein, glaub, bei mir braucht er kein Geld, weil dort wird er immer befriedigt, ja? Oh, oh Gott. Ja, ja. Da werde ich ihm nicht nur den Schlagstock reinstoßen, ne? Ha! Oh, ist auch die Handschellen mit rein. Ja, hallo, du bist dann erstmal die Zelle angebunden. Ich werde dann erstmal über dich herfallen und dann, ne? Ja, Foxy braucht einen Herrn. Warum brauchst du ihn? Ich brauche ein Auto. Wie, du brauchst ein Auto? Okay, warte kurz. Ja, kein Stress, ich muss kein Zeichenschutz kommen. Ja, ja, so. So können Sie sich noch bewegen oder noch nicht? Doch, am Ende. Okay. Dann, Ihre Hände sind doch gebunden, ja, ja. Ja. Das ist gut so, was? So. Oh, so. Frei. Ja. Oh, frei. Ja, dann kümmern Sie sich um den Kunden und dann kommen Sie nochmal zu mir, ja? Dann. Geht's weiter. Ja, ja, dann hole ich schon mal den Gürtel raus. Oh. Mach schon mal warm hier. Ja, ja. Gut. Steig doch mal ein kurz. So, ich muss mal immer wieder kurz den. Ja, muss kurz noch kurz nochmal den. Dingens. Naja, die. Schon. Tot. Geht. Oh, hm. Du hast die Hände bei mir um. Was so lustig? Nimm die mal runter, die Hände. Ja, ja. Los, nimm die Hände runter, runter, perfekt. Runter. Die Hände in die Hosentasche. Den... Hallo. Ja, da ist ja der Herr Polizist. Guten Tag. Der nie was zu tun hat. Servus. Der hat da nichts was zu tun. Was? Hä? Was ist denn, Herr Polizist? Herr Polizist, möchte Sie auch mal von mir mal in Handschessel genommen werden? Nein, ich kenne das nur, wenn ich das bei meiner Frau mache. Nein, ich könnte jetzt auch beim ADAC machen, der macht es auch. Mensch, ich glaube, Ihre Frau muss mal ein wenig Dominanz zeigen, ne? Hat wer einen Burger? Denn ich bin für dominante Frauen, ja? Naja, in 2 Minuten brauche ich ihn, Sonny, wenn ich keinen Burger habe. Ja! Ja gut, den Hunger, ja? Er braucht einen Burger, ich hab noch ein paar. Ja, dann geben Sie dem den Burger. Ja, komm her. Fox, brauchst du Arbeit? Vielleicht. Soll ich den Herrn hier niederschlagen? Wen wollen Sie niederschlagen? Ja, in der Schildzone mache ich das nicht. Ja, Mann. Dies. Aber manchmal schon. Der Fox. Haben ja, Sie nichts ja. zu tun? Naja, wenn ihr uns nichts bringt, dann ja, ne? Sie sind auch Dauerparker hier, oder? Ja, ich meine, ne? Also, ich meine, ihr ruft uns nie an, ihr gibt nie Bescheid, ob jemand habt. Also, ja, was sollen wir machen, ne? Ja. Eier kraulen, das kannst du machen. Nee, denkst du, ich mach das selber? Hallo, das macht wenn schon jemand für mich? Ja. Wann hast du nochmal Zeit? Oh, müsst ihr gucken, ne? Ich traue ganz noch andere Sachen. Oh, ja, da kannst du gerne immer unter dem Tisch sein, ja? Das ist dann dein Dauerplatz. Gerne. Wunderbar. Du immer unter dem Tisch. Wunderschön. Kabel anzuknabbern. Ja, mit Bällen spielen, ne? So kriegt man den Möbelpark auch leer. Ja. Oh, leck. Mal.
Mars, man kann die JVA anrufen. Ja. Ja. Weißt du überhaupt, was eine JVA ist? Ja. Was denn? Justizvollzugsamt. Ja, schon klar, aber was machen die da? Bei der JVA, dort werden halt die Gefangenen betreut. Es war quasi ein Zentralstaatsgefängnis, wo die halt Gefangenen quasi auch halt ihr Lebensunterhalt dort verdienen, je nach Länge halt. Nein. Ja, das ist ja eigentlich auch ein Gefängnis, ein normales Gefängnis halt. Nee, das ist das Vorgefängnis. Also JVA ist, da kommen Leute rein, die schon so viel Scheiße im Leben gebaut haben, dass die nicht direkt in den Knast kommen, sondern erst in die JVA und von der JVA kommen sie direkt ins Gericht. Also eigentlich Untersuchungshaft. Genau, so eine Art wie Untersuchungshaft. Nur, dass du halt in der JVA direkt ins Gericht kommst. Und im Knast, wenn du bist bei der Polizei, da bist du halt direkt nochmal da ins Gericht reingefahren. Aber ein JVA hat halt direkt im Gericht drinnen. Ich habe meiner JVA aber gearbeitet. Ich weiß, wie es da drin abgeht. Okay. Und jeder JVA-Beamter ist ein Polizist. Der muss mindestens 15 Jahre gearbeitet haben. Als Polizist. Bevor du JVA-Beamter werden kannst. Ja, so. Mensch, hat die Polizei jetzt gerade jemand gefangen genommen? Warte mal. Aber einen Verkehrsflüchtigen einzubuchen ist doch langweilig. Für mich doch nicht. Das heißt, es gibt Arbeit. Gibt es Arbeit für mich? Nein, Herr Fox, ich habe anscheinend unnötig rumgehupt. Bin dabei. Guten Tag! Guten Tag. Ja. Hallo, Herr Fox. Wann wolltest du schlafen gehen heute? Alles was? Gut, Herr Fox. Wann wolltest du heute noch mal schlafen gehen? Das wollten wir. Jetzt, wie geht's Ihnen? Eigentlich. Gut. Ach, ist schon so spät? Hause. Bei dir auch? Ja, mir geht's auch. Oh, lol, sogar schon über. Und dann? Er bleibt nicht zu Hause. Nein, ich, Oh Mann, kannst du nicht so spielen? Ich hab euch auf dem Tablet ein Foto geschickt. Aha, ich? Nacktfoto oder was? Ja. Schwanzbild, du weißt. Geil, schick mal! Ja, da ich. Ihr habt mich ja gerade eben erst wieder zugefügt, also ja. Warum steht die Justiz eigentlich hier, Mensch? Ich hab das dir privat geschickt. Weil es kann, ja, ich das kann alles. Das 30 Wochen war das. Ich bin die Justiz. Die ganze Zeit nebenbei. Wie bitte? Ich bin die Justiz, ich kann alles. Und deshalb musst du abhören. Bist du hoch in der Justiz, Herr Fox? Ich bin Justizbeamter, natürlich bin ich hoch. So, das bist du so normal. Ach, das Bild meinst du, ja. Nein, ich musste eigentlich auch. Ich bin einfach Justizbeamter. Also im Gefängnis habe ich das sagen. Ich will das fertig haben heute und morgen. Aha. Weil ich es Montag vorzeigen muss. Ich sehe nur sie meistens. Oh. Ja, die andere sind meistens bei der JVA. Also, sind da so viele Leute? Ja, also wir sind jetzt etwa 4-5 Leute, ne? Lass mal besuchen gehen! Nee, Maximilian, Karma und Isabella, ich möchte nur mit euch unter ein paar Augen sehen. Komm mal. Gerne. Unter ein paar Augen, geil. Ja, viel Spaß! Mit den Augen. Herr Fox, ja? Können Sie mal ein Auge auf meinen Sohn werfen? Ja, viel so, natürlich. Gut, danke schön. Toni, benimm dich. Ja, Toni, benimm Hallo. Dich, ja? Hallo. Hallo. So, da bin ich wieder. Oh, hallo. Ja, oh. Ich muss kurz auf das Kind da aufpassen. Hallo. Hallo. Ich denke nicht so, nein, sondern ich will es. Ja, ich weiß, dass ihr das von euch. Ja. Ist da einer von euch beim Schokoriegel? Nee, ich hab Diabetes. Schokolade ist nicht so gut für mich. Ich hab auch. Aber Sahne. Na, Sahne auch so. Ich meine, es ist quasi auch ein Milchprodukt, aber ist halt auch. Also, ist halt langsamer Zucker, ne? Der steigt halt langsam. Okay, du hast es nicht verstanden, was ich meinte.
Doch, auch. Aber wir haben ja ein Kind an Wiese, ne? Hä? Ganz normale Sahne. Die Kaffeesahne. Ja, ja. Kaffee ja, guten weiß. Hunger, ja? Aber nicht, dass du zu viel von Burger isst, ne? Ne, Herr Fox, dann sehe ich ja so aus wie Sie und das will ich ja nicht. Sie sehen dann aus so perfekt wie ich, ne? Mit ihren niederen Schuhen, weiß ja? Ich, also wenn 180 Kilo perfekt sind, dann weiß ich auch nicht, was bei 180 Kilo, dann würde ich gar nicht mehr in meine Weste passen, Kanadienvogel, so. Oh, wie gemein. Ja, ja. Herr Fox, ich hab sie auch lieb. Ich nicht. Was coole Leuchteschuhe. Du hast auch coole Leuchteschuhe. Ja. Danke. Guck mal, mein Pulli kann auch leuchten. Ja, ja, ist ein Rentier drauf, ne? Genau, ein Rentier. Ja. Aber Weihnachten ist schon vorbei, ne? Ich weiß. Ja. Das ist für Ostern. Das ist ein Osterhase. Ein Osterrentier? Ja. Nein, das ist ein schöner, weicher Pulli. Okay. Hat dir das deine Mama gekauft? Nein. Der Papa? Nein. Selber geklaut. Das Einzige, ja, was ich ihm gekauft habe, sind die Schuhe und der frische Alkohol. Da! Was? Ach, aha. Der frische, ah, ja, frische Alkoholkappe. Ach so, ich dachte schon, du hast ihm Alkohol gekauft, ja? Hat sie mir auch. Nein. Oh, nein. Die hat mir mal Whisky gegeben. Hat gesagt, ich soll das trinken. Alte Fresse! Oh, das war nicht lecker. Oha! Eieiei, Mensch, also. Warum steht er da hinten so ganz so komisch? Der beobachtet uns. Hallo. Also irgendwie, ne? Also Alkohol kaufen, ich weiß ja nicht. Das hat nicht gut geschmeckt. Also Alkohol an Minderjährigen. Das willst du ja auch machen. Hä? Nee, ab. Die schreibt es ein bisschen auf. Nee, ich fülle keine Minderjährige ab. Ich fülle nur die, die gerade 18 geworden sind, ab. Ah, ja. Ja. Ah, ja. Ja. 1:08 ja, abgefüllt. Ja, und dann wachen die in der Dusche auf und denken nur so, oh, oh. Schau mal gucken. Warum habe ich 2 Löcher im Po? Nein, er fragt sich dann nur so, warum kann er nicht mehr sitzen? Huch. Oh, das ist ekelhaft. Ja, ja. Fox, ja. Ja. Ja, was? Kinder, aber ja. Ja, ich meine, hallo, wenn sie zum Beispiel Dünnschiss habt, das tut auch weh. Das ja. Alle, ey. Oder an Hämorrhoiden, ne? Hämorrhoiden, ey. Das ist dann so. Hämorrhoiden, oh, da. Hämorrhoiden platzen, Alter, ey. Ja, schon Endstadium. Ja, Junge, Hämorrhoiden, ja, ey, das ist dann wirklich so Schmerzgrenze, Overnight 1000. So, als würdest du halt jedes Mal irgendwie ein Kind gebären. Ja, jedes Mal, ja? Du denkst dir nur so, ah, bitte hör auf, ah! Mm. Ja. Okay. Ja. 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 Gut, scheint alles okay zu sein. Ja. Und eben, meinen ersten Sklaven habe ich schon gefunden, nicht wahr, Herr ADAC? Herr Fox, Sie sind ganz ein Geheimnis. Gut zu wissen. Ja, ja. Nein, Sie wissen nichts. Kannst ja schon mal Schutzgeld zahlen, ne? Ja, ja. Nico, das ist das Schweigegeld. 3 €. Ja, oder? Ja, 3. Hey, Quox, wisst ihr, was das Neueste? Was denn? Ja, der ADAC-ler, ne? Der steht auf BDSM. Ja, ja. Oh. Der steht auf Bondage und Anschnallen. Der ist richtig krass drauf, Alter. Ja. Das sieht auch aus, schon immer. Ja, wieso? Ja. Bei ihr nehmen wir auch die härteren Handschellen, ja? Mit Widerhaken dran. Oh. Ja. Widerhaken, Alter. Mhm. Damit er auch wirklich sich nicht bewegt, ne? Ja. Wieder Haken bewege ich mich auch nicht mehr. Ja. Ich möchte festgeknallt werden wie Jesus im Kreuz.
Ja, das kann ja. Oh nee, das will man nicht. Ja gut. Jetzt mal so aus, ne? Stopp, meine Lehrerin hat mir mal so eine Geschichte erzählt. Ja. Man kann durch das Zwerchfell nicht so lange hängen bleiben. Und da Jesus ja an den Füßen auch noch genagelt Doch. Wurde, ist dann diese Reaktion, indem man sich zusammenzieht. Und dann überleg mal, wenn du deinen Fuß eingenagelt hast und dann dein Bein so hochziehst. Kannst du nicht. Das ist halt quasi. Es kommt halt immer drauf an, wo du den Nagel reinschlägst. Weil wenn du zum Beispiel die Nerven triffst, dann ist da quasi dein Fuß quasi gelähmt, so auch wie das Bein. Und dann ja, kannst du natürlich eh nichts mehr machen. Außer was steht drauf. Ja, außerdem, es kommt halt immer drauf an, was für Nägel, weil es gibt ja verschiedene Nägel, ne? Ja, Stahlnägel, Magnesiumnägel. Ja, es gibt zum Beispiel auch eben, es gibt Nägel, die abbrechen, ne? Dann hast du halt verkackt, wenn du die rausziehst und plötzlich blub! Herr Fox? Ja? Sie sind abbrechen. So ein kranker Bastard! Oha! Danke für das Kompliment! Mensch! Ach du Scheiße, was geht mit dir? Ich hab nur über meine Hämorrhoiden erzählt. Die armen Kinder, Mensch! Sag mal, Fox, was erzählst du denn meinem Bruder da? Über meine Hämorrhoiden. Wegen zwei Popolöcher machen. Hä? Was? Was machen? Zwei Popolöcher. Ach nee, das hat der andere gesagt. Galen. Ich hab nur gesagt, ich fülle die Leute nur ab, wenn die 18 sind. Ja, und dann machen die in der Dusche auf und können dich besitzen. Ja. Also wenn du jetzt Toni in deiner Justizuniform hier wärst, hätte ich dir schon längst einige geklatscht, damit das mal klar ist. Ne? Ja, wir können das ja zivil dann machen, ne? Dann zieh dich mal schnell um. Oh. Ja, nee, ich bin der einzige Justizbeamte im Dienst. Ich warte von mir aus zum... Nee, Polizisten steht ja auch im Dienst, deswegen muss ich auch da sein. Was Snapchat? Ja, ich nutze doch kein Snapchat. Ah, das war nicht extra. Jetzt hast du noch deine Mutter. Ich hab deine Mutter getragen. Ja. Okay. Nur wegen Corona. Nico. Okay. Alles gut. Nee. Lass doch mal den armen Mann in Ruhe. Lass ihn doch mal. Ja. Seht ihr mal nicht diesen wunderschönen Tag, ey? Einfach wunderschön. Oh, eher nicht. Wie eher nicht? Warum? So hässlich. Hä, was hässlich? Es regnet ja nicht, also wunderschön. Aber vorher. Eben hat's geregnet. Ja, deswegen war auch nass, ey. Das hat mich richtig genervt. Oh, das sieht richtig sexy aus. Da, ich hasse nasse Kleider. Ah. Ja, aber weil... duschen gehen wollen. Ja, nein, du, ja, in der Dusche hast ja keine Kleider an, ne? Schon meistens. Ja, doch. Nein. Ja, doch. Also, ich gehe ja nackt duschen, ne? Ja? Ich hab pinke Unterhosen an. Zeig mal her. Ja, wenn du es nicht zeigst, dann glaub ich dir nicht. Dann laberst also, du nur. Soll ich mal meins zeigen? Ich weiß. Will keiner sehen. Nee, ich kenne schon jeden Lüchers. Ich kenne deinen, ich kenne ihren. Herr Fox, bei der Justiz so, die vier Männer bei mir sind. Ich. Ja, aber der Polo dann so, diesen Lüchers haben sie aber geklaut. Ja, da kommt ihre Frau, nee, das ist mein Auto. Wusste ich's doch. Die mit den pinken Haaren, wie heißt die? Isabella. Ja. Du machst dich nicht an die ran. Nein, ich hab... Isabella. Wieso sollte ich an mich ranmachen? Hallo, bin Isabella. Ihr seid kriminell. Ja, alles Kriminelle, ja. Alle sofort in die JVA. Komm. So. Okay, wir fahren mit dem Auto. Die sind alle kriminell. Ja. Das ist gelogen. Nein. Was haben wir vor? Gar nichts. Warum sind die dann kriminell? Okay. Wieso darf ich bei dem Bankraub nicht mitmachen? Wir machen den Bankraub, Digga. Was ist los? Was? Und da nimmt ihr mich nicht mit, ihr seid 31er. Luca, okay, Toni, komm mal, wir gehen jetzt was zusammen machen. Komm, das merke ich mir. Bankraub. Ich wollte gerade mit dir reden. Hallo, komm mal jetzt mit. Felge!
Welche Bank? Wir nehmen den mit, sonst heult er rum. Helge, komm mal eben mit. Oder Sandy Schwarz Bank. Wie viele ignorierst du mich gerade? Wer ist dafür, dass wir den Typen Hops nehmen? Welchen? Der wo Justiz am Rücken hat. Kalle, nee. Ja. Ignorierst du mich? Warum? Oh. Ich möchte mit dir reden. Hä, hey, warte. Nee, ich kann aber gerade nicht. Wir machen jetzt den Bankraum. Oh Mann. Oh, einfach richtig scheiße. Die sind so fettig im Kopf. Aber hey, du hast ja... Also wenn die einen Überfall machen ohne mich, dann bin ich traurig. Ey, du hast immerhin noch mich, ja? Also, ne? Also, du willst und nicht wissen, was die jetzt machen. Du möchtest einfach nicht wissen, was ja, die ja, Yachtraub oder Bankraub. Aber ich glaube eher Yachtraub. Aber es hat einen verstörenden Hintergrund. Ja, aber weißt du, die können eh keinen Yachtraub machen, weil zu wenig Polizisten da sind. Von daher haben die sowieso verkackt. Blitz im Auto von der Typ, ey. Außerdem, wenn die jetzt in die Achterbache kommt, dann werden sie weggenackt. Die möchten freiwillig in den Knast. Was, die möchten freiwillig in den Knast? Ja. Warum? Die möchten extra einen Bankraub verkacken, ich verstehe deren Gedanken auch nicht. Ja, damit sie ein wenig mehr Zeit mit Bier haben in der Dusche. Oh. Ne? Hallo? Hallo. Alles ist gehabt am Flughafen. Na, auch schon wieder hier? Ja, alles ist nicht schnell. Ja, wunderbar. Mensch, du musst dich doch nicht immer hinlegen. Der Boden ist vielleicht dreckig oder nass, ne? Warum hast du Spaß mit den Duschkabinen? Na, weil die gewaschen müssen, ne? Ich meine, ne, manche Leute wollen ja nicht duschen, ne? Weil die halt zu faul sind, ne? Weil ich sagen da so, nö, wir haben keine Lust, ne? Da muss ich halt dann sagen so, nein, du musst geduscht werden. So. Ist euer Chef offline? Ja. Ist euer Chef, du musst jetzt duschen gehen. Ich geb dir gleich duschen, Alter. Ich lasse dir in die Fresse. Hallo? Hast du geduscht? Herr Fock, ich bin dir duschen. Ich ruf erstmal. Ist euer Chef schlafen? Ja. ja. Herr Gulasch? Ja? Nix. Warte. Ich hab alles gesagt. Tschüss. Du nickst ein Gulasch? Ei. Wo ist der? Wo ist Moritz, Herr Gulasch? Ja, bitte. Wie heißt du? Baron. Wie? Baron. Alkohol? Baron! Ah, Baron. Ja, die Pole verstehen halt immer nur Alkohol, haben sie wohl von den Russen geklaut. Hey, Baron. Ja. Nix. Hey, yo. Der Pole. Der Pole hat Namen. Genau, der Pole. Das sind alle drei Polen. Nein, das ist doch Jack. Nein, das ist nicht Jack. Warte, wie heißt er doch? Warte, wie heißt er doch? Patrick. Ich bin der Sanchez Papa. Sanchez Papa? Und mein Name ist. Sanchez? Okay, ey. Wie heißt die mit den pinken Haaren? Das Isabella. War doch Isabella, ja. Da gibt es noch Elisa, da gibt es noch Jessie, da gibt es noch Zoe, da gibt es noch irgendwas anderes. Wer ist Jessie? Wer ist Zoe? Charlotte. Frauen. Charlotte. Scarlett. Sind die Charlotte? Keine Ahnung, Frauen halt, ne? Frauen halt. Ja, und das sind Männer halt, ja? Männer. Mein Name ist Pietro Lombardi. oder Pierre, c'est la vie, mon amour. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ja, er heißt Sanchez, ja? Du musst ja einfach nur das Motorrad ausdenken. Mit den pinken Haaren noch. Isabella. Mal. Ja, danke. Ja. Isabella, Ella, Ja, der wollte ich noch 100.000 Euro geben. Okay. Was ich meine, diese Minus. Ich weiß gar nicht, was Isabella die mal Morphium geklaut hat. Mein Name ist Pierre. Pierre. Pietrov, keine Ahnung, ich kann nicht. Petrenkov. Bist du Französisch oder was? Petrenkov. Was? Petrenkov. Ich bin in Polen geboren, dann habe ich eine Zeit lang in Russland gewohnt, als ich ganz klein war, und dann bin ich nach Polen gezogen und jetzt bin ich in Dortmund. Dann hast du den Kalaschnikow geholt. Und davor war ich in Amerika. Da haben wir die Seife aufgehoben. Ah, wunderbar.
Trinkst mal Waterschlumpf und gespreizt. Ah, warte, warte. Petrenkov mag es gerne mit der Seife. Okay. Vermerk, Alter. Wenn er mal in der JVA ist, darf Ray Fox ihn duschen. Oh, ja. So. Hilfe. Aber ich dusche nur in Playboy. Keiner, keiner. Du bist nicht nur ein Playboy, du bist ein Playtoy. Yo. Play. Ja. Der wird geplayt. Hey Luca. Ja. Nix. Hey Karma. Wer ist Karma? Keine Ahnung. Okay. Dein Bruder. Nö, mein Bruder ist Ace, oder Chris? Hat aber einen schlechten Karma. Hey, und was, warte mal, was mit Kev? Kev ist mein Stiefbruder. Ihr seid doch irgendwie alle gleich, oder? Ja. Nope. Ich hab doch diese Haare. Ja, bald hat der blaue Haare, dann hat der rote Haare. Nico! Ja. Nix. Sound resume. Du hast braun immer noch. Mach mal auf. Mach auf, mach auf. Kann man befahren. Mach auf, mach auf, mach auf. Hast du Lack? Mach auf, mach auf. Nein. Mach auf jetzt. Findest du keine braune Farbe oder was? Hey, welche Farbe habt ihr jetzt als Polen? Weiß oder rot? Weiß-rot. Weiß-rot. Ja, zum Beispiel eben, ich habe auch weiß-rot. Ich habe auch ein Outfit mit weiß-rot. Und das darf ich sogar tragen. Ja. Ich zieh mir gleich was? Kleid an, ey. Ja, ich habe auch ein Outfit, das weiß-rot trägt und ich darf das sogar tragen, ja. Ich kann fliegen. Okay, nein, kannst du nicht. Denn jetzt ist nichts am Boden. Na klar kann ich fliegen. Nein. Ja, warte. Ich kann fliegen. Ja. Ich dachte, geht hier also für ab 18. Nein, diese sag ich nicht. Ey, Toni. Ja. Sollen wir Flugzeug spielen? Nein, danke. Stimmt, ab 16 plus. Was ist ab 16 plus? Spiele, ja, Videospiele. Ja, welches Videospiel? Ja, also es gibt zum Beispiel, erkennst du Call of Duty? Ja, ja, das ist zum Beispiel ab 16. Hey, Herr Fox? Ja? Nix. Nein. Ey, unbekannter Typ. Nein. Warte, ich leuchte dich an. Ja, jetzt bist du schockiert. Ich leuchte dich jetzt an. MJ. Welche Messer sind eigentlich erlaubt? Gar keine. Buttermesser auch nicht. Onkel MJ. Und der hier. Achso. Wo holst du das alles raus, Karma? Alles gut. Ich sag doch mein Ohrschloss. Mein Ohrschloss ist gesprungen. Ja, das stimmt. Also, das ist schlecht. Ich war kurz im Kopf gerade. Weißt du, wo Onkel Nero ist? Onkel Nero ist schlafen. Und Tante Hexe? Auch schlafen. Wer ist denn wach? Ich bin wach. Ayo bestimmt. Ayo schlafen. Nee, Ayo schlafen. Leider. Leider, ne? Ja. Ja, ich hab ihn angerufen und so, ey, ich vermiss dich, Baby, und ja. Was? Er ist leider. Hey, Ayo ist mein Baby, nicht deiner. Ja, okay, gut, dann halt. Teilen wir ihn, ja? Nee. Das nicht? Mich. Teile ungern. Oha. Gut, dann halt nichts mit teilen. Alter, schreck dir nachher mein Kind ab, ficke ich euch alle. Was ist? Hä? Sag mal. Hallo? Ja. Nein.
So, ich glaube, ich gehe mal. Bye, bye. Tschüss. Tschüss, viel Spaß noch bei der... Tschüss zusammen. Das heißt... Denn ich gehe jetzt Abendessen. Das heißt, das Stream wird jetzt ausgemacht. Doch. Denn ich gehe jetzt Abendessen, das Stream wird ausgemacht. Ich komme aber später wieder, ja? Sorry, Dark. Aber ist halt so. Doch. So. Nein, noch Privatoutfit. So. Also, da wünsche ich euch noch einen guten Abend, eben bis später vielleicht, ne? Bye bye.